Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem ersten Cyberpunk 2077 Video. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ja, ich bewege mich mal in ein ganz anderes Genre als sonst hier auf YouTube üblich. Aber egal, also für mich üblich. Generell auf YouTube ist ja nicht üblich. Aber ich heiße ja auch Keanu Reeves. Ach nee, Johnny. Nein, wie? Ah, egal. Bin total verwirrt. Ist auch egal. In Zeiten von Cyberpunk 2077 weiß man sowieso nicht, wie man heißt, wer man ist. Wichtig ist nur, was für Implantate man hat. Und darum soll es auch in diesem Video gehen, denn ich will euch zeigen, wie man an diese Mantis-Klingen kommt. Und zwar diese schicken Dinger, das sind Armimplantate, die ihr dann immer dabei habt, mit denen ihr den Gegnern richtig einheizen könnt. Und ich finde die richtig gut. Also mir gefallen die wirklich, wirklich, wirklich gut. Sind im Prinzip hier an der Stelle Cyberwehr, werden in die Arme eingebaut und das sind sie, das machen sie. Richtig, richtig schicke Dinger. Ich will euch in diesem Video zeigen, wo ihr sie finden könnt, wie ihr sie bekommen könnt, was ihr machen müsst. Die kosten euch wirklich gar nichts. Die könnt ihr auch nur Level holen. Wenn ihr sie haben wollt, dann bleibt jetzt dran, denn jetzt zeige ich euch, wo ihr sie bekommt. Um an die Mantis-Klingen zu kommen, müsst ihr im Prinzip eine Nebenmission im Stadtzentrum auswählen. Ihr zoomt einfach aus der Karte raus, dann guckt ihr, wo diese Insel ist, geht dann nach rechts, dann seid ihr im Bereich des Stadtzentrums und da zoomt ihr wieder in die Karte rein. Die Nebenmission rechts von diesem Zentrumssymbol, das ist die, die wir brauchen. Das wird uns auch angezeigt, dass die sehr, sehr schwer ist. Das ist tatsächlich die, die wir brauchen. Das heißt, die aktivieren wir jetzt und dann können wir aus der Karte raus und fahren einfach hin. Da der Fund der Mantis-Klingen wohl ein bisschen zufällig ist, habe ich zumindest gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, solltet ihr vorsichtshalber jetzt einmal abspeichern, zumindest kurz bevor ihr beim Ziel eintrefft. Ihr solltet nicht ganz bis zum Ziel fahren und dann haltet ihr einfach kurz vorher an und dann lauft ihr das letzte Stück zu Fuß. Kurz bevor ihr beim Ziel angekommen seid, ruft euch Regina Jones an. Sie gibt euch jetzt ein paar weitere Infos, was es eigentlich mit diesem Nebenauftrag auf sich hat. Hier ist irgendwo so ein Psycho unterwegs und Leute, der Typ ist echt gefährlich. Also wenn ihr da Low Level reingeht, legt euch nicht mit dem an, der macht euch definitiv fertig. Wir laufen später nur in das Gebäude rein, direkt auf die Mantis-Klingen zu. Die befinden sich in einem Koffer, schnappen uns die Mantis-Klingen und hauen dann wieder ab. Wie gesagt, der Typ ist echt gefährlich. Ihr könnt ihr euer Glück mal probieren. Schließlich habt ihr ja abgespeichert. Könnt ihr mal schauen, wie weit ihr mit dem kommt. Ihr braucht auch keine Angst haben. Wenn ihr mit den Mantis-Klingen abgehauen seid, ist die Mission nicht weg. Die bleibt so lange da, bis ihr später stark genug seid, um den Typen dann noch zu erledigen. Ich glaube, das empfiehlt sich auch. Ich meine, der hat eine richtig coole Waffe, die ihr da auch noch bekommen könnt. Habt ihr euch also die Mantis-Klingen aus dem Koffer geschnappt, könnt ihr damit zum nächsten River-Dock und lasst sie euch dort einbauen. Der Einbau des Implantats, also der Mantis-Klingen, kostet auch überhaupt nichts. Das heißt, wir haben jetzt, oder ihr vielmehr, ihr habt jetzt diese Mantis-Klingen völlig ehrlich gefunden und kostenfrei beim Cyberdock einbauen lassen. Und jetzt habt ihr nur noch Spaß damit. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Freude mit den Dingern. Lasst es richtig rund gehen und schreibt mir bitte in die Kommentare, ob solche Videos für euch auch weiterhin interessant sind, ob ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, denn ich denke, das gibt noch das eine oder andere interessante Item, das sich in Cyberpunk 2077 finden lässt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Keanu. Ach nee, wie war es jetzt? Johnny? Nee, wie? Ach, ich weiß auch nicht. Bis zum nächsten Mal.